Na gut. Oh! Ui, du hast mich entdeckt, Croxam. Okay, lass mich raten, Bubble. Ups, sorry, ich habe wieder vom Kopf fallen lassen. Lass mich raten, bei den anderen Dingen zwar dann auch so ein Stein, den ich hochheben hätte können. So, was haben wir hier oben? Ganz viel Nüschte. Oh, Gott sei Dank. Okay, das da oben müsste das Dorf sein. Das sieht aus wie ein Observatorium. Okay. Pferdchen, du sollst da nicht reinrennen. Das war nicht der Plan. Was muss der hin? Holzschild. Yay. Schildtasche ist voll. Nice. Wieso regnet das jetzt schon wieder hier? Es ist nur im Regen in Hyrule. Das ist ja furchtbar. Okay. Das Gewitter zumindest nicht. Was ist das? Achso, ein Reiseschwert. Das kann man ignorieren. Fuck! Ach, ich habe nicht gesehen, dass ich den nicht treffe. Ach Mann, nein, nochmal alles von vorne. Oh. Ich muss viel mehr speichern. Aber bald zum Glück. Äh.
Also gut, wir müssen den ganzen Gegner drin nochmal platt machen. Aber das Glück ist tatsächlich, dass... Das Glück ist, dass wenn man die Samen oder irgendwas einsammelt und einen Fortschritt kriegt, dann Moblanze, holzerne Lanze der Moblins. Die Spitze ist hastig geschnitzt, sodass diese Waffe weder besonders stark noch besonders haltbar ist. Okay. Ist jetzt eigentlich dann, Also die Wächterlanze ausprobieren. Oh, Mist. Sollen wir diese zuerst schrumpft die Anzahl auf normale Größe? Okay, ich brauche irgendwas, was weniger Herzen liefert, wenn ich ehrlich bin. Okay, das war nice. Das war ein absoluter Triple Kill hier gerade. Okay, haben wir das. Reißenden Schwert. Wow. Hyrule-Reis. Das meistgehandelte Getreide in Kakariko wächst nur in wasserreichen Regionen und ist die Hauptzutat für beliebte Rezepte wie Risotto oder Reisbällchen. Wie habe ich denn jetzt Reis gekriegt? Hat der den Reis fallen lassen oder muss ich den hier irgendwie ernten? Übrigens, jetzt regnet es hier. Aber habe ich das eigentlich jetzt vorhin richtig geschnallt, wenn ich jetzt hierher gehe? Ha. Huh. Ausdauerschnecke. Diese Heuschrecke kann den ganzen Tag herumspringen, ohne müde zu werden. Mit Monsterzutaten gekocht ergibt sie eine Medizin, die Ausdauer generiert. Fee. Wenn du all deine Energie verlierst, heilen Feen von selbst all deine Wunden. Anders als Glühwürmchen leuchten Feen auch am Tag. Krogfächer. Okay.
Ah, gut, okay. Octorok-Auge. Diese Zutat gewinnt man nur von einem Octorok. Man kann Medizin daraus herstellen oder es verkaufen, doch es soll sich auch anderweitig verwenden lassen. Okay. Interessant. Steinsalz und Bernstein. Feuerstein. Hervorragend. Der Hammer zerbricht gleich. Nein! Da musst du dann Bomben machen, ha? Huh? Sehr schade. Wobei, tatsächlich, wir haben jetzt so eine komische Fee, ne? Das heißt... Die müsste uns ja... Schwertkarpfen, Süßwasserfisch, dessen Leber einen Stoff enthält, der die Muskelkraft steigert. Als Kochzutat stärkt er die Angriffskraft. Nehme ich alles gerne mit. Sehr schön. Ach so. Und Fuchs. Also Feen sind vermutlich mega selten. Aber es wäre witzig, weil es war zumindest in den Zelda-Teilen, die ich mir gespielt hatte, dass wenn du... Oh, ich bin gestorben und habe die Dinger nicht platt gemacht wieder. Was aber auch heißt... Ah doch, haben wir sogar. So, wo habe ich Koppel geparkt? Das Koppel. Sehr schön. Also ich glaube, ich haben es dann soweit, ne? Glaube ich zumindest. Irgendwas? Nö. Okay. Nope, das sieht gut aus. Ha. Ich dachte, ich krieg da irgendwelche Zutaten davon oder so. Ich wollte eigentlich nur schnell weg. So, wir gehen jetzt mal zur Stadt da hoch. Hoffe ich zumindest.
Ah, dann jetzt auch, okay. Ups, ich hab mein Pferd geschlagen. Sorry, Koppel. Da. Mac, wir haben hier noch Pilzen gesucht und plötzlich wurden wir von Monstern angegriffen. Daran ist nur meine Schwester schuld. Sie will dir erst wieder nach Hause, wenn wir Maxi-Trüffel gefunden haben. Okay. Autsch, wenn sie angreifen, dann immer aus dem Hinterhalt. Wie hinterhältig. Komisch, immer wenn ich Maxi-Trüffel suche, gerate ich in Lebensgefahr. Wir machen eine Weltreise, um in jeder Region nach Maxi-Trüffeln zu suchen. Und ich weiß sehr gut, wie gefährlich es sein kann, nur zu zweit zu reisen. Aber wenn ich daran denke, wie großartig diese Pilze schmecken, verlieren alle Gefahren ihren Schrecken. Okay. Gut. Endlich in Sicherheit. Maxi-Trüffel findet man nicht einfach in jeder Ecke. Diese erlesene Delikatesse lässt alle deine Müdigkeit verfliegen und stellt deine Gesundheit völlig wieder her. Ich weiß, dass es hier gefährlich für meine Schwester und mich werden kann, aber es gibt wohl keine Möglichkeit, reich zu werden, ohne ein kleines Risiko auf sich zu nehmen. Hey, Schwesterchen, achtest du vielleicht darauf, uns nicht beide wie geldgierige Geschäftemacher aussehen zu lassen? Mir zum Beispiel wäre auch sehr viel daran gelegen, heil wieder nach Hause zu kommen. Jetzt reg dich nicht auf! Entweder kommen die wieder oder wir finden mehr Maxi-Trüffel. Wir warten einfach ab, was zuerst passiert. Hä? Okay. So. Okay. Hat sie den gleichen Dialog? Ich habe meiner Schwester gesagt, dass unser Leben ein zu hoher Preis sind, um hier Pilze zu sammeln. Aber wenn sie an Pilze denkt, denkt sie an das große Geld und dann ist sie nicht mehr aufzuhalten. Jetzt helf schon mit Pilze sammeln. Ohne einen Maxi-Trüffel gehen wir nicht nach Hause, Mac. Wenn es dich glücklich macht. Oh Mann. Na gut. Meine Minimap unten leuchtet extrem auf. Hey, du, kommst du mit Hitze klar? Und wie sieht's mit Kälte aus? Wenn man es immer angenehm haben will, dann muss man je nach Wetter seine Kleidung wechseln. Du hast doch sicher Kleidung zum Wechseln dabei, oder? So, man muss seine Kleidung anpassen, wenn man bei Hitze oder Kälte unterwegs ist. Dann hat man es immer angenehm. Was? Wer da? Ein Eindringling um diese Zeit. Nein, ein Reisender. Stimmt schon. Du siehst wie ein ganz normaler Hylianer aus. Unter den Hylianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vor schnelle Schlüsse gezogen habe. Dann geh ruhig weiter. Du bist hier auf der Durchreise, oder? Also wenn du einkaufen willst, wirst du im Krämerladen fündig. Das Gasthaus liegt weiter hinten. Was gibt's sonst noch? Wo sind wir hier? Das hier ist Tateno, Stadt der grünen Felder und des Kleiderfärbens. Eigentlich ist es nur ein Dorf. Na egal. Die Luft ist gut und das Gemüse frisch. Was noch? Es gibt noch so vieles zu erzählen. Reisende geben hier gern Geld aus, deshalb werden sie mit offenen Armen willkommen geheißen. Aber auf eines musst du aufpassen. Nähere dich besser nicht dem Gebäude ganz hinten. Ach, du machst es doch sowieso. Aber mehr als eine nervige alte Oma wirst du dort nicht finden. So, führ mich herum.
Nein, ich stehe Wache. Ich kann nicht einfach weg. Tut mir leid, ich wollte nicht so laut werden. Das hier ist ein friedliches Dorf, daher habe ich natürlich nicht viel zu tun. Aber es ist ein großer Fehler anzunehmen, dass jeder Müßiggänger sich auch gut auskennt. Halt einfach nach einem kräftigen Kerl namens Seldon Ausschau. Ihm wird es gefallen, dir alles zu zeigen. Ich find's witzig. Dass in jeder Stadt einen Schrein haben. So, ich muss mein Pferd irgendwo sinnig abstellen. Sei gerüst, junger Wanderer. Ich bin Belis, der Schatzjäger. Sicher hast du bereits von mir gehört. Nein? Du fragst mich, wozu Teile von Wächtern gut sind. Keine Ahnung. Aber im Akala-Institut gibt es einen Forscher, der den Kram zu Spitzenpreisen abkauft. Ich hoffe bloß, dass er keine unverantwortlichen Sachen damit anstellt. Ich meine, er würde wohl kaum neue Wächter damit bauen wollen. Hey, du, bist du an Wächterteil interessiert? Ich bin interessiert. Was gefällt dir hiervon am besten? Okay, ich habe noch nicht so viel Geld und möchte das gar nicht kaufen. So, ich verkaufe dir was. Okay, die Preise scheinen überall gleich zu sein. Gut. Na dann, adieu. So. So, ich bin mal ganz lieb. Und stell Koppel da ab vom Heu. Hi. Fabel, du läufst aber noch spät herum. Wann immer du ein Päuschen brauchst, das Sahel in Hateno ist für dich da. Wenn du übernachten möchtest, sprich mit der Kollegin an Empfang. Willkommen, Gasthaus Sahel. Okay. Okay, hier könnte man kochen. Wir könnten aber erstmal den Schrein machen, weil erstens hören wir dann das Gepiepe auf. Okay, das ist die Färberei hier. Und zweitens haben wir einen Teleporter hierher. Und dann Miyamagana-Schrein. Dann können wir die Stadt noch ganz erkunden. Also alle Gebäude auch von Anfang an bis Ende. Müssen wir ja auch noch machen. So, und ich würde sagen, bei den Schrein machen wir noch fertig. Nochmal Schluss für heute. Setze mit Feuerpfeilen trockenes Gras in Brand und besiege mehrere Gegner auf einmal. Ah, okay. Ach, weil sie verbrennen dann. Das macht Sinn. Oh mein Gott, was ist das denn schon wieder? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Miyamagana. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. So. Miyamaganas Apparatur. Okay. Also da unten ist das Dingens schon. Hier muss eine Kugel rein. Untersuchen. Bewegen. Ah, oh mein Gott. Oh mein Gott. So.
So, wo muss ich denn hin? Also gut, wenn du keinen Controller hättest, der eine Gyro-Steuerung hat, hast du komplett verloren. Kann ich die Truhe hier irgendwie aufmachen? Nö. Muss ich selber irgendwie hin dann? Ich dachte, ich kann mit der Kugel vielleicht irgendwie aufstoßen oder so. Fuck! Aha, okay, das ist fies. Das ist mega fies. Weil ich wollte das so machen wie im anderen Schrein, wo wir waren, wo du praktisch dann das relativ spät machen musst. Aber ich glaube, das ist hier ein bisschen anders, weil du hier mehr Wumms rausholst. Ich dreh durch. Warte mal, kann ich cheaten? Ich hätte cheaten können, glaube ich. Weil du kannst, glaube ich, die Kugel drauf fallen lassen. Kannst du nach hinten rollen lassen. Oh mein Gott. Okay. Wäre dein Gyro-Modul ist hier nicht richtig eingestellt oder ist kaputt, wie auch immer, dann bist du echt angearscht bei diesem Schrei. Uah. What the fuck? Ja. Okay, ich bin gerade in irgendeiner mega beknackten Position gewesen gerade, weil ich, egal was ich gemacht habe, ich konnte mein ich habe den Controller versucht zu bewegen und er ging in irgendeine Richtung, aber nicht da, wo er hin soll. Das ist ein bisschen filigran. Ist eine witzige Idee, aber. Vor allem, ich hatte es gerade schon fast. Das nervt mich am meisten eigentlich. Oh, du kannst das komplett drehen dann auch. So, jetzt muss ich es mal so rumdrehen. Ich hätte gerne eine neutrale Position wieder. Okay, was? Okay, es ergibt gerade gar keinen Sinn, wie ich den Controller hier steuern muss, wenn ich ehrlich bin. Was ist das? Das ist echt schwer gerade. Och, fuck off.